Hey ho, Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei Flav Games zu einer weiteren Folge Train Fever. Und in der letzten Folge haben wir Thun mit Rheinberg verbunden. So, wir haben hier einen Schnellzugdampflok drauf und hat auch schon 10 Passagiere dabei. Also so langsam pendelt es sich ein. Sieht schon nicht schlecht aus, das Ganze. Wir sind immer noch schneller als die Autos. Das ist super. Hier am Bahnhof tummeln sich schon 32 Leute rum. Und hier kommen auch noch ein paar. Die Busse sind natürlich ein bisschen langsam, aber das macht nichts. Soweit funktioniert das ganze System, wenn wir jetzt in die Linien reinschauen. Die Busse, die haben sich dann so langsam eingependelt. Die werden dann auch bald in Plus sein. Unsere Bahnen hier, unsere rote Pfeile machen jetzt 1,8 Mio, jetzt 1,5 Plus. Das liegt daran, der ist noch ein bisschen Minus, das liegt daran, dass jetzt natürlich hier ein kleiner Knotenpunkt entstanden ist. Ja, ihr seht schon, unser Express 54, aber unsere Züge können nur 45 mitnehmen. Das heißt, wir müssen aufstocken. Wir brauchen definitiv neue Züge. Ohne neue Züge wird es nicht, weil hier steigt natürlich jetzt auch nicht jeder aus. Also eventuell ja doch, aber... Ne? 11 Leute waren drinne und jetzt steigt der Rest dazu, bis er wahrscheinlich voll ist, genau. Und wahrscheinlich sind nicht alle reingekommen, die damit hoch wollten. Hier oben dieser Zug ist auch knackevoll und es stehen immer noch 15 Leute da, die jetzt auf den nächsten Zug warten. Also das läuft, da müssen wir dann mal schauen, dass wir größere Züge bekommen, beziehungsweise halt eventuell solche nehmen. Da 32 von 72 Passagiere, das wird jetzt aber, denke ich mal, auch stetisch immer mehr. Machen wir es halt einfach. Wird halt auch langsam aber sicher auch immer mehr und die Leute wollen ja wahrscheinlich dann von diesem Bahnhof halt woanders hin. Deswegen müssen wir halt schauen, dass wir irgendwie mal neue Züge bekommen. Ansonsten funktioniert das erstmal hier so ganz gut. Das hätte ich jetzt dann erstmal gerne mal ein wenig gelassen. 2 Millionen, das ist super, weil ich meine, bei vollen Zügen ist das nicht schlecht. Ich denke mal, diese Bahn wird dann auch so langsam in den grünen Bereich kommen. Bis jetzt haben wir nur eine drauf, aber das taugt. Ich wollte mich jetzt erstmal noch dem Öl annehmen. Dass wir das noch mitnehmen. So, da wird die Straße dicker. Ja, also das Öl, wie gesagt, das möchte ich jetzt denn doch schon ganz gerne haben. Weil es ist natürlich lukrativ, das Ganze. Wisst ihr ja selber, also. So. Wir stehen das alles gegenüber, der hat es den kürzeren Weg. Und wir haben gesehen, das geht nach Halle, Westfalen. Also nicht das Halle in Sachsen-Anhalt. So, Landnutzung. Gewerbegebiet ist da hinten. Das heißt, kriege ich den da rein? Nein. Ja, dann werde ich dich hier hinten halt anbauen. Das macht nichts. So, machen wir mal gleich eine neue Linie. Das wird das erledigt haben. Ist sogar eine schwarze Linie. Passt perfekt fürs Öl. So. Wie nennt man das? Halleöl. Halleöl, das ist doch kurz und knapp. Halleöl. So, wie sieht es jetzt eigentlich hier aus? Wie ist denn eure Produktion? Gut, ihr seid bei 25, das passt. Dann werdet ihr euch dann wahrscheinlich auch demnächst aufbauen. So, hier kommt unser Depot hin. Straßenfahrzeuge. Wir haben ja bis jetzt nur den Opel Blitz. Und davon kaufen wir mal, wie habe ich jetzt, 5. 6, 7. Acht. Acht und schmeißen euch auf Halleöl. Auf dass sie unsere Linie nutzen wollen. Ja, da kommt doch schon das erste Öl rübergelaufen. Liniennutzung steht zwar noch nein da, aber ich denke mal, das haben wir jetzt in trockenen Tüchern, das Ganze.
Die werden dann auch sicherlich sich gleich vergrößern. Der stellt auch schon seine ersten Waren hier rüber, obwohl der noch gar nicht weiß, dass wir kommen. Aber das ist natürlich nicht schlecht, weil dann kommt wenigstens der erste LKW. Hat zwar noch kein Öl, aber er kann da oben wenigstens schon mal was mitnehmen. So. Hier wird jetzt die Linie benutzt. 11 Monate bis zum Ausbau. Ihr zieht gleich mit. Das ist wunderbar, das läuft. Dann können wir gleich mal gucken. Unser Holz. Produktion 34 ist ein wenig gesunken. Ist wahrscheinlich, weil der Takt hier. Oh, da wartet ein bisschen was, aber gut, es sind jetzt 10 Holz. Das nimmt halt ein LKW weg. Kauf mal einen Opel Blitz noch. So, das waren die Güter. Mal gucken, ob er vorher rauskommt. Ja. Eventuell steigt dann auch wieder die Produktion an. So. Wo haben wir jetzt noch Güter? Hier das Öl, das haben wir uns jetzt ja einverleibt. Und das passt. Ansonsten läuft hier großgütertechnisch nichts rum. Das heißt, wir müssen dann irgendwo mal, können wir die Wirtschaft ankurbeln. Aber jetzt schauen wir erstmal hier unser Sorgenkind an. 63, 64 Personen warten auf unserem Express Highway und die Züge sind gerammelte voll. Und wie ihr seht, hier funktioniert auch alles, also alles richtig gemacht. Und der ist wieder rappelvoll. Wahrscheinlich fallen unterwegs nochmal zwei, drei raus. Der Bahnhof könnte jetzt leer werden. 45 passen genau rein, wenn alle mitkommen. Aber er nimmt nicht alle mit. Weil halt auch nicht alle aussteigen wollen. Gut. Wie sieht's bei dir aus? 33 Leute. Da oben warten 25. Kurz in die Linien reinschauen. Du machst plus. Die Busse dauert noch ein kleines bisschen. Ihr macht schön viel Geld, aber in der Mitte stapelt sich alles. Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn wir jetzt da die Neuerung hätten. Ich möchte jetzt nicht unbedingt da nochmal einen von denen draufsetzen. Aber wahrscheinlich wird mir nichts anderes übrig bleiben. Einfach um den Takt halt noch ein wenig zu verringern, dass die Leute halt auch nicht zu lange warten müssen, weil ihr seht, er ist gerade losgefahren, 19 Leute stehen noch dort und bis der nächste kommt, werden wahrscheinlich auch schon wieder 40 warten, weil da läuft schon der nächste Andrang und da kommt die Straßenbahn. Also ich denke mal, der ist bestimmt voll, fast. Werden wir doch noch einen Zug auf die Reise schicken oder nicht? Schicken wir da noch einen hin oder nicht? Mach ich. Da haben wir zwar jetzt was Neues bekommen, aber das ist dann doch eher was für Güter. Da hatten auch schon wieder 23 Leute. Ey, Mächte. Ich meine, ist ja schön, dass die Linie halt gut Geld bringt. Ja gut, noch bringt sie Geld. Du hast 43 von 45, du hast halt 34. Und da wurden schon wieder 67 Leute, aber jetzt könnte es halt vielleicht sein, dass es doch mal leer wird. Weil jetzt kommen von beiden Seiten Züge. Also. Auch wenn nicht alle aussteigen, hoffe ich allmächtig. 72. 43, ich denke mal, da werden immer noch 20 stehen bleiben. 12. Aber ihr müsstet ja alle, ja, voll. Und du müsstest eigentlich auch voll sein, genau. Gut. Die Züge sind alle voll. Hier, das wird auch, das pendelt sich dann ja auch jetzt so langsam ein, so 30er Schnitt an Leuten. Hier ist jetzt ein bisschen hoher Autoverkehr. Wahrscheinlich ist der Takt wohl doch zu hoch. Oder es lohnt sich halt vielleicht doch, mit dem Auto zu fahren.
35 Personen, das ist noch in Ordnung. Ich denke mal, das wird sich regeln. Wir könnten natürlich auch hier noch einen zweiten Zug drauf schmeißen, aber ich denke mal, jetzt ist es erstmal wichtiger, dass wir hier diesen Knotenpunkt irgendwie ein wenig entlasten können. Entlasten müssen, werden, sollen, dürfen. Da warten 32 Leute. Du hast voll und hier warten 32 Leute. Da kommt jetzt gerade der nächste runter. Gut, es ist jetzt alles auch ein bisschen aus dem Takt. Das ist jetzt eine gute Frage, was wir da jetzt machen oder was ich da jetzt mache. Oder ja. Jetzt werden hier auch 46 Personen, die nach Tuben wollen. Ja, natürlich halten die sich ab und zu jetzt mal gegenseitig auf. Aber das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Beziehungsweise nicht allzu dramatisch. Du bist jetzt auch voll, du fährst los. Hier warten jetzt nicht so viele. Okay, komm. Dann kaufen wir jetzt einfach nochmal drei solche roten Pfeile. Kaufen, kaufen. Und die bauen wir jetzt einfach alle drei wieder zusammen. Linie zuweisen auf die Expresslinie. Da warten ja auch schon wieder 19 Leute. Das sollte passen. Der kommt jetzt erst da oben runter. Bis dahin sind wahrscheinlich auch schon wieder genügend Leute da. Guck, da sind sogar 25 noch eingestiegen. Und da warten trotzdem schon wieder 5 Leute. Ich hoffe, das bringt jetzt noch ein bisschen Entlastung hier rein. Ja. Sollte eigentlich alles so funktionieren. Du fährst jetzt raus. Wie sieht's da aus? 30. Das ist alles in Ordnung. Hier warten für dich jetzt 28. Das passt. Also das sollte alles funktionieren. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge können wir Bernau bei Berlin noch mit anschließen. Dann können wir hier wieder wegreisen, gehen hier schön raus und schön landschaftlich können wir da rüberfahren und dann können wir da auch wieder so eine Expresslinie einrichten, beziehungsweise können wir dann auch mit Schnellzügen hier komplett einmal so durchrauschen, beziehungsweise nach Niederstutzingen können wir ja auch noch hier rausgehen und können da oben müssen vielleicht mal schauen, dass wir denn diesen Bahnhof gleistechnisch und größentechnisch ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja, alle voll. Du bist jetzt mit Sicherheit. Das war der falsche, oder? Ne, war schon der richtige. 29 und da wird 39 Leute warten da schon wieder. 40 Leute. Das funktioniert alles. 15 Leute hast du jetzt da mitgenommen. Jetzt staut sich dort wieder ein wenig, weil jetzt dieser Zug ja warten musste und nicht schon auf dem Weg darunter ist, aber das pendelt sich alles so selber auch ein und da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Okay, gut. Genug rumgeschaut. Beziehungsweise doch, wir gucken jetzt dann nochmal hier auch die Öllinie an. Die Öllinie. Produktion schon 31. Taugt also, hier wartet 8 Öl. 11 können die Kumpels mitnehmen. Das passt. Und jetzt beim Holz habt ihr eure Produktion 33. Ja, ja. Du hast jetzt wie viel dabei? 11. Das wird schon. Das wird alles schon. Das kriegen wir alles zusammen. Wir können hier noch so viele schöne Strecken machen. Wir können so vieles noch ausprobieren. Wir können dann auch von hier unten, könnten wir rein theoretisch auch noch nach Thun gehen. Damit die Leute nicht erst da hoch und da, sondern dass man vielleicht auch noch. Wie könnte man da rausgehen? Man könnte halt so raus oder man könnte vielleicht doch hier hinten noch durch die Stadt ein bisschen was abreißen und
Ja, das überlegen wir uns alles mal. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das machen können oder was wir allgemein machen können, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.